Hallo, meine lieben Freunde und minder bemittelte da draußen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Würdest du eher? Das Format haben wir schon lange nicht mehr gemacht und da wir die Ersten sind, die das jemals gemacht haben und niemand vor uns hat das auch nur ansatzweise jemals. Würdest du eher? Was würd, wer würdest du? Würdest du eher? Würdest du eher? Würdest du eher? Würdest du eher? Haben wir gedacht, hier unser netter Freund Tommy. Hi. Tims. Und meine hässliche Hackfresse Chan. Wir werden jetzt mal eine Runde neu machen. Mach neu! Würdest du eher das neue Apple-Video gucken oder ein Video von den Lobbys? Siehste, könnt jetzt trotzdem hier bleiben und das Video zu Ende gucken, anstatt zu den Lobbys jetzt zu gehen. Tens, würdest du eher an einem Meerschweinchen lecken oder Tommy küssen? Jetzt ist Tommy beleidigt, glaube ich. Nein. Tommy hat auch mal einen Schmatzer von kleinen Schmatzer geben. Fanfiction. Aber nicht vor der Kamera, das muss keiner wissen. Was würdest du eher, mit YouTube aufhören oder eine Bank überfallen gehen? Oh, wir sind in die Bank überfallen? Offensichtlich. Offensichtlich. Dann haben wir YouTube Money und Bank Money. Yeah. I'm YouTube Money. Das ist eine Frage für mich. Würdest du eher alle Mangas verbrennen oder ein AWP-Mitglied töten? Ja, Master Jam. Es war schön, dich gekannt zu haben. Nein! Aber mit seiner Manga-Sammlung kannst du nicht mithalten. Die Chosen fragt: Würdest du eher eine Spinne streicheln oder in ein dunkles Loch greifen? Da ich ja absolute Arachnophobie habe und ich niemals eine Spinne anfassen werde, weil ich dann dabei instant sterben würde, würde ich eher in ein Loch greifen. Wenn du da Spinnen reinpackst, töte ich dich. Ich würde die Spinne streicheln. Ich glaube, ich auch. Respekt. Würdest du eher mit Bibis Duschschaum duschen oder mit ApoRed schlafen? Ich weiß ja nicht. Also sexuell schlafen oder in einem Bett schlafen? Ich meine, wir reden auf der anderen Seite hier ja von Bibis Duschschaum. Kommt auch an, welche Sorte. Weißt du, wie lange man nach diesem Zeug denn riecht? Ernsthaft? Ja. Oder würdest du eher mit Bibis Duschschaum schlafen und mit ApoRed duschen? Würdest du eher ein Meerschweinchen oder eine Katze essen? Ein Meerschweinchen. Und das dann auf dem Mehl-Kanal hochladen. Instant null Abos. Ja, ich glaube, ich würde auch eher ein Meerschweinchen essen. Ja, ich auch. Würdest du eher in einer Welt leben, wo du immer unten ohne oder oben ohne laufen musst? Das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Ja. Alle anderen auch? Ja. Oder nur ich? Also, mir wird oben ohne ja schon reichen. Ja, ja. Wenn alle anderen mitziehen, auf jeden Fall. Ja, dann. Boops! Würdest du eher mit einem Kleid oder mit extremem Make-up auf die Straße gehen? Warum oder? Bom, bom, bom! Komplett aufgepinselt! Also jeden Samstagabend. Jupp! Einen Monat auf dein Handy verzichten oder einen Monat deine Videos mit dem ältesten Schneideprogramm bearbeiten, das du findest. Oh Gott! Ui, ich verzichte lieber ohne Scheiß auf mein Handy, als nochmal in die Zeit dahin zurückzukehren, wo ich Videos geschnitten habe und immer wenn ich auf den Play-Button gedrückt habe, war das wie eine Dia-Show. Nein, also definitiv Handy weg. Wir wissen nicht, was das bedeutet, wenn man die ganze Nacht ein Video rendern muss und dann ist es am nächsten Tag im Arsch. Ja. Dann muss man nochmal los. Ist bei 98% abgebrochen, ja, nach 17 Stunden Arbeit. Würdet ihr eher in der Stadt in Neko-Cosplay-Karamell dancen, tanzen oder ein Fanfiction über euch ernsthaft verfilmen? Eine Fanfiction verfilmen.
Definitiv, dann hätten wir auch mehr Views. Aber wir küssen uns bestimmt dann auch und machen miteinander rum. Also könnten das eh nur auf YouPorn hochladen. Und dann möchte ich es, glaube ich, doch besser nicht mehr drehen. Würdest du eher der beste Freund von Bibi oder von Dagi sein? Ich bin ja immer noch... Ist das nicht die gleiche Person? Ja, also ich bin ja auch immer noch der festen Überzeugung, dass das die gleiche Person ist. Ja, haben wir auch aufgeklärt. Ja. Ja, eine kleine Rückblende. Und was jeden nach innerhalb von 0,5 Sekunden auffallen sollte, es sind ein und die gleiche Person. Ihr seht keinen Unterschied, wir sehen keinen Unterschied, also muss es Fakt sein. Ihr könnt jetzt zwar gegen argumentieren, dass die beiden schon mal ein Video zusammen gemacht haben, aber das stimmt natürlich nicht. Das ist alles Greenscreen und Tricktechnik. Ihr glaubt uns nicht? Hier unser Beweis. Hallo. Seht ihr? Seht ihr, haben wir es doch gesagt. Ja, ist ja so. War so. Aber wenn ich mich dazu entscheiden müsste, ist eigentlich egal. Hauptsache die mit den meisten Views. So, und jetzt mal eine Gegenfrage. Würdet ihr eher das neueste Video von Dagi B schauen oder diesem Video einen Daumen nach oben geben? Entscheidet sofort! Für die Leute, die jetzt nicht auf das neueste Video von Dagi B gegangen sind, würde ich sagen, das war's von uns. Man hört und stört sich. Reingehauen. Wieder geschaut. Tschüss. Bis dann.